In Thon wurde am Sonntagabend ein Mann erschossen. Eine Person wurde vorläufig festgenommen. Ein 30-jähriger Schütze zeigte am Sonntagabend bei einer Geburtstagsfeier in Thon Gästen seine Waffe. Nach vorläufigen Erkenntnissen wurde einem 25-jährigen Mann gegen 18.30 Uhr versehentlich mit einem Karabiner 31 in den Kopf geschossen. Trotz Rettungsbemühungen starb der Mann noch am Tatort. Der Schütze wurde festgenommen. Die Landespolizei Graubünden hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen mutmaßlicher Schüsse aufgenommen.